Thematik heute, liebe Leute, 5 Schritte, um deinen Ex zurückzubekommen. Da schauen wir uns einmal einen, sagen wir, Fahrplan einmal ein bisschen an, hinterfragen den ein bisschen, stellen ein bisschen hier was fest, schauen ein paar Fakten dazu an. Natürlich wird das Ganze auch gewürzt von unserer Seite auch mit ein paar Tipps, Tricks, Cheats und Hinweisen für euch hier, worauf es ganz einfach dann zu achten gilt, wenn man hier seinen Ex oder seine Ex zurückbekommen möchte. Ja, herzlich willkommen bei F&M TV. Ja, ich habe es gerade schon im Intro anläuten lassen. Thema heute, 5 Schritte, um deinen Ex hier zurückzubekommen. Diesbezüglich haben wir auch wie in unserer Playlist der Reihe 20 hier üblich auch wieder mal ein Video hier in Augenschein genommen, was wir uns jetzt auch wieder in Augenschein nehmen werden und hier ein paar Dinge mal ganz einfach einmal hinterfragen. Das Prunkstück, was wir heute für euch rausgesucht haben, ist von dem Paartherapeuten Christian Hemschemeier, der uns hier einen Fahrplan präsentiert, hier 5 Schritte, um deinen Ex zurückzubekommen. Ja, lange Rede, steigen wir gleich mal drauf ein und schauen wir uns diese Dinge einmal genauer an und werfen hier mal ein paar Fakten auf und dementsprechend hauen wir auch von unserer Seite auch hier ein paar klare Aussagen zu der ganzen Geschichte einmal raus. Wie gehabt, findet ihr den Link zum Originalvideo unten in der Beschreibung. Wir lassen auch das Video hier in einerfachen Geschwindigkeit durchlaufen, aber es ist im Großen und Ganzen schon sehr gut verständlich. Stopp! Da muss ich gleich was zu diesem Intro mal sagen. Da geht es ja schon einmal los. Was dieses Intro damit trifft. Ich weiß nicht, ich sehe da so einen Fisch, ich sehe da so Schnorcheln, ich sehe da so, ich verstehe jetzt gar nicht, was das hier mit 5 Schritte Ex zurück zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt einmal erlaubt, aufgrund dieses doch fundigen Mannes hier, dieses Punzkerls da, hier dieses Video ein bisschen, sagen wir mal, dieses Intro mal ein bisschen zu verfeinern. Schauen wir es uns doch mal kurz an. So, Spaß beiseite jetzt nochmal. Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Hören wir mal, was uns der Hemschemeier hier zu sagen hat. Hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeutscoach in Murnau und in schönen Hamburg. Meine Kurse rund um Dating, Beziehungen, Liebeskummer und das ganze Gedöns, Bindungsangst und so weiter findest du auf liebeschipp.de. Und heute haben wir das schöne Thema Tipps, wenn du deinen Ex zurückhaben willst oder deine Ex. Machen wir mal wie so immer anhand einer E-Mail von Klatlienkja. Und sie schreibt: Hi Christian, danke für deine Videos, habe sie vor kurzem entdeckt und seitdem regelmäßige Zuhörerin. Ja, teilt auch gerne meinen Kanal. Bin auch viel auf Instagram und Facebook mit Liebeschipp und genau, freue mich, wenn auch andere meine Arbeit finden oder abonniert und so weiter, kommentiert. Meine Frage ist, kann ich 24 meinen Ex auch in den 20ern zurückbekommen? Wir hatten eine circa 9-monatige schöne, reife Beziehung, es lief alles super. Sex, Treffen, Gespräch, alles vertraut und kommunikativ. Er nahm mich früh mit zu seinen Eltern, zu Freunden, nannte mich seine Frau. Irgendwann, klingt so ein bisschen nachwuchsmäßig, aber gut. Irgendwann hatte ich mein typisches Misstrauensproblem durch schlechte Erfahrungen von früher, nachdem ich herausfand, dass seine Ex ihn wieder schrieb und er mir nichts sagte und nahm zweimal Urlaub sein Handy zum Nachschauen. Fand aber nichts. Ja, also jetzt mal am Rande neben dem Thema Ex zurück. Ist das so ein Problem? Also du schaffst damit quasi, mit diesem Misstrauen, sozusagen, soll ich mal sagen, Misstrauen und Kontrolle zieht wieder schlechte Situationen an, ne? Und bildet auch Mauern irgendwie, ne? Also du sendest dann so einen Vibe raus, wenn du jemand das schon unterstellst, dann ist so ein Vibe raus, dass genau das in dein Leben kommt. Und das, da würde ich mal unbedingt dran arbeiten, dass du musst jemand vertrauen, ne? Das bringt alle nichts. Und ich weiß, das ist schwierig, wenn man Mist erlebt hat vorher, aber dann versuch vielleicht an den Wunden da noch zu arbeiten. Das ist falsch. Deine Wäsche mal sagen. Das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das ist außerdem viel zu verallgemeinert, weil im Gegensatz zu unserem Sergej hier geht er jetzt nicht hierher und nimmt jetzt nur mal das hier an, was hier jetzt hier ankommt und so weiter. Das ist und klatscht es dann
auf all die anderen. Das ist total verallgemeinert, was der hier gerade macht. Der überträgt das ja auf alles und jeden. Und das kam deswegen schon mal aus einem einzigen Grund nicht hinfahren, weil grundsätzlich, wer mich kennt, kennt meinen, grundsätzlich stimmt das auf jeden Fall. In dem Moment, wo du in das Handy von dem Partner reinschaust, es kann alle möglichen Ursachen haben, warum der eine das bei dem anderen macht. Der ist wahrscheinlich krampfhaft eifersüchtig, ihm ist wahrscheinlich langweilig, er unterstellt, hat selber schon die Erfahrungen hier irgendwie gemacht, hat selber ein sehr schwaches Selbstwertgefühl, fühlt sich hier konkurriert von anderen Männern, von anderen Frauen und so weiter und so weiter. Das kann viele Ursachen haben. Dennoch ist es allerdings so, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der das mit dem Handy schauen so verpönt ist, dass es schon wiederum schadet. Denn manchmal, da gibt es sogar ganz, 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 ganz gute Gründe, mal einen Blick in sein Telefon hineinzuwerfen. Das hast du so oft. Kein Mensch lässt sich gerne verarschen oder reinblicken. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das tatsächlich machen. Ich gebe dazu mal ein kleines Fallbeispiel ab, okay? Da ist jetzt irgendwo in irgendeiner Disco, hier in so einer Musikkantine, ist da irgendwo so der Ede. Der Ede steht an der Tanzfläche und alle kennen unseren Ede schon. Und die Susi läuft zu dem Ede und schickt ihm so mal 50 Euro dazu. Und Ede nimmt die Kohle und schiebt ihr so ein Päckchen dazu. Und die Susi verschwindet dann in der Toilette. Ja, und dann kommt die Susi aufgedreht wieder in den Partyzirkel zurück. Ja. Und zwei Zivilbeamte beobachten dieses Geschehen. Was meinst du, was die machen werden? Ja, die werden erst mal unsere Ede da bitten, mal bitte mitzukommen. Was kommt als nächstes? Ja, die werden den Ede durchsuchen, ganz klar. Und wenn sie bei ihm etwas finden, dann haben die Beamten sehr wohl ein Recht, bei ihm eine Hausdurchsuchung zuzuführen und auch sein Handy durchzusehen. Die haben ein Recht dazu. Ganz klare Sache. Weil besonders dann, wenn auch noch rauskommt, dass unser Ede hier mit irgendwelchen Drogen, kriminalistischen Sachen, Delikten, solchen Sachen schon Berührung hatte, schon Erfahrung hatte, wahrscheinlich sogar schon mal in Zuchthaus gesessen ist wegen solchen Sachen. Das ist das Normalste auf der ganzen Welt, dass man, wenn da irgendwas mit Falschgeld ist, mit Diebesgut ist, mit Betrüger, Scheckheftbetrüger, diese Banker und so weiter und so, Steuerhinterziehung, dass da die Polizei kommt und nachsehen geht. Und da ist es völlig normal, dass die da das Handy von dem auch ansehen. Ja, wenn das bei uns im Strafgesetzbuch so oder Prozessgesetzbuch oder wie das, wenn das da schon so geregelt ist, warum ist das im zivilen Bereich anders? Warum tut der da versteckt hier seine Nachrichten hier immer beantworten? Ja, da wird plötzlich so ein Code eingegeben. Ich habe sowas am Telefon nicht mehr. Telefon flackt ja irgendwo. Und es ist mir scheißegal, ob meine Freundin da zugreift oder nicht. Aber wenn sie das natürlich öfter machen würde, dann hat sie ein Vertrauensproblem. Dann gilt es ja mal schon darüber, mal zu reden, wo das Problem liegt. Ja, aber das kann mir doch dann wurscht sein. Ich habe ja auch nichts zu verbergen. Warum muss ich da so einen Code plötzlich da reintun mit Fingerabdruck und Auge und oder Gesichtsding hier, was es nicht schon alles da gibt, keine Ahnung. Warum diese Heimlichtuerei? Was hat man zu verbergen? Hä? Was hat man zu verstecken? Was ist so interessant? Manchmal gibt es sogar einen verdammt guten Grund, da mal nachzusehen. Und da haben sich schon bewahrheitet hier die interessantesten Geschichten. Ist mir selber persönlich auch sogar schon so gegangen. Denn manchmal sind es die eigenen Warnsignale aus dem Unterbewusstsein des Himmels zu deinem Gehirn hier raufschreien. Hey, mit dem stimmt irgendwas nicht. Geh mal nachsehen. Und da bewahrheitet sich oft, wie gut das eigentlich ist. Das Vertrauen ist schon eine gute Sache, aber Kontrolle meistens sogar besser ist. Aus, beim ersten Mal gab er mir eine zweite Chance, beim zweiten Mal setzte er eine Beziehung aus und Pausen cancelte unseren Urlaub. Das war auch relativ streng von ihm, ne? Ja, schon komisch. So. Am Anfang schrieb er noch, dass er uns glaubt und will, dass es funktioniert. Ja, das ist Quatsch, dann bleibt man in einer Beziehung. Er wusste, dass ich dabei war, eine Therapie anzugehen, um meine Vertrauensprobleme zu bewältigen. Und an uns glaubt, nach zwei Wochen Pause kam er zu mir und beendete auf einmal die Beziehung. Ich würde ihn mehr lieben, als er mich. Also, Übersetzung, er liebt dich nicht mehr. Stopp! Ich würde ihn mehr lieben, als er mich sieht. Das ist von ihrem Typen da doch seine eigene subjektive Feststellung, die er da hat. Und das bedeutet mit Sicherheit auch, dass zu diesem Zeitpunkt hier Attraction Level low ist. Das bedeutet das mit Sicherheit. Aber das bedeutet nicht, dass er sie jetzt nicht mehr lieben würde.
Das ist ganz klar. Zudem beschreibt sie da mit dem, dass sie jetzt wegen ihm hier in eine Therapie gehen möchte, dass sie immer mehr anfängt, hier in seinem Frame, in seiner Deutungshoheit hier zu agieren und zu operieren, was sie dann im Gegenzug dann natürlich wieder unattraktiver macht. Weil Frame, das habe ich so oft schon gesagt, ist immer King. So sieht es nämlich aus. Als Profi hätte der sofort hier den Braten riechen müssen, normalerweise, dass das ein Attraction Loss ist. Und nicht, wie er da behauptet, ja, er liebt dich nicht mehr. Das ist viel zu verallgemeinert, ja, rausposant. Du hast ja noch nicht getraut, zu sagen, dass wir uns lieben. Das sollte vielleicht nach 9 Monaten, waren es, glaube ich, sollte man es ja schon mal gesagt haben, sonst ich auch mal überlegen. Stopp! Da hat er schon recht. Nach 9 Monaten sollte das schon definitiv der Fall sein. Wobei, ich habe das erst zu meiner Verlobten erst nach 1 Jahr sowas gesagt. Wir sind trotzdem seit 4 Jahren zusammen. Schon komisch, gell? Wieder viel zu verallgemeinert. Trifft auch nicht auf jeden zu. Er könne mir im Moment nicht vertrauen und intim sein. Das wäre falsch. Vielleicht macht er einen Fehler und Kim Summerton wieder, aber aktuell sieht er keine Zukunft. Übersetzung, ich habe eine andere. Nur mal so zum Rande. Stopp! Ich finde das jetzt so witzig, sei da ganz ehrlich. Das war eine mehr oder weniger ehrlich klingende Aussage von dem Mann da, von dem Typen, von diesem Mädel da. Ganz klar. Das kannst du auch nicht mehr hier in Rationalisierung hier reinhauen, weil die meisten, die rationalisieren. Deine Klamotten passen mir nicht mehr. Dein Fußballverein ist schuld an unserer Trennung. Da habe ich in diesem Video hier, Link oben in der Beschreibung, unten Infobox oder zum Ende des Videos, hängen wir es euch gerne hier mit dran. Da habe ich auch hier was über das Thema hier Ex zurück, wenn da die Exen sich da Gründe hin rationalisieren, nur um diese Trennung hier zu bestätigen. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich sehe keine Zukunft mehr für uns. Das heißt hier noch lange nicht, dass der jetzt hier eine neue hat. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Mann da überhaupt drauf kommt. So eine Behauptung jetzt erst einmal rauszuhauen. Weil, also Männer lieben ja ihre Höhle und ja, da geht man nicht einfach so. Also vor allem kommt man da nicht wieder und sagt dann sowas. Stopp! Männer lieben ihre Höhle. Bei Erde wird mit dem gar nicht fertig, ohne Scheiß. So ein Bullshit. Das trifft doch ebenso nicht auf jeden zu. Das ist auch komplett verallgemeinert. Was ist, wenn das so ein Typ ist, wie ich es früher war, so ein Abenteurer? Der scheißt auf die Höhle. Der baut doch keine Höhle nicht. Wozu braucht er da eine Höhle? Das ist sogar, in den meisten Fällen ist sogar andersherum. Er nimmt jetzt diesen Geliebten, wo der Mann verheiratet ist und eine heimliche Geliebte hat, oder die Frau verheiratet ist und einen heimlichen Geliebten irgendwo hat. Das wirft er hier in eine Tonne mit dieser Geschichte hier, wo der Mann die Ehe oder die Familie ganz einfach nicht verlassen will, weil er da das Vertraute ganz einfach da. Das trifft er hier überhaupt nicht zu. Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist sogar eher so, dass er hier dann ausbrechen würde, um dann hier in eine neue Beziehung zu gehen. Was allerdings hier mit dem Trennungsmechanismus irgendwo nicht ganz stimmig ist, wenn man die Sache wirklich fachlich analysiert. Aber dazu komme ich noch. Ja, wir haben uns lange fest umarmt, beide geweint. Ja, es sagt gar nichts und bringt nichts, was er bisher noch nie getan hatte. Ja, vielleicht weiter mehr wegen sich als wegen dir, ich weiß es nicht. Nach 1 Monat schrieb ich ihm, dass ich alles einsehe. Stopp! Ich weiß es nicht. Ja gut, das war die einzig vernünftige Aussage, die er jetzt gerade hier rausgehauen hat. Wir haben uns lange umarmt und viel geweint, sagt sie ihm jetzt, unserem Herrn Doktor hier. Ist er Doktor? Keine Ahnung. Ich will jetzt nichts Falsches unterstellen, so wie ich das jetzt hier verstanden habe. Wir haben uns lange umarmt und viel geweint. Wenn diese Beschreibung von dieser Frau da zutrifft, dann beweist es im Prinzip, dass da noch eine emotionale Bindung von dem Typen da gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Und damit kann man in Sachen Ex zurück ganz einfach auch immer arbeiten, um jedes Mal richtig zu stellen. Weil du hast ja auch, ich kenne das auch selber, du hast gewisse Trennungen, da nähern sich die beiden an, unter Tränen weinen beide, auch der verlässt. Er würde gerne bei dieser Frau bleiben oder sie würde gerne bei diesem Mann bleiben. Sie kann es aber nicht. Sie fühlt einfach nicht mehr für ihn als diese Verbundenheit zueinander. Aber diese ganze sexuelle, das alles haut nicht. Er ist einfach nicht mehr attraktiv genug für sie. Und dann gibt es wieder Trennungen. Das kenne ich sogar selber. Da, wo man sich fühlt, als sei man aus einem Gefängnis entlassen worden. Da, wo es einem richtig gut geht. Wo man sich denkt, ja Gott sei Dank bin ich die Alte los. Das gibt es nämlich auch. Und da finden in solchen Trennungen, wo nicht nur null Attraction, sondern auch keine
Affliction mehr da ist oder kaputt ist oder wenig vorhanden ist. In solchen, da haben die Jungs oder die Mädels noch nicht mal eine Träne im Auge. Die servieren den Askal ab. Das hast du so oft da draußen. Das da hier ist viel zu verallgemeinert. Und hier werden übrigens Äpfel mit Bananen verglichen und dann auch noch wieder umgekehrt. Schwachsinn. Meines Erachtens. Ich habe schon vorher gesagt, nach etwas Zeit wir uns doch vielleicht eine Chance geben wollen. Er antwortet, dass er auch seine Fehler eingesehen habe, aber dass er wohl beziehungsunfähig sei und mehr Zeit für sich bräuchte, weil er auch ohne Beziehung gut ausgeglichen sei. Er hatte zuvor eine Fernbeziehung. Übersetzung? Ich habe eine andere. Warum soll das uns sowas? Stopp! Sorry, der Patsch. Wie kommt denn der da drauf? Übersetzung, ich habe eine andere. Wie kommt denn der da drauf? Wie kommt der da drauf, das diesem Mädel da zu sagen? Jetzt kommen wir schon zu diesen hinrationalisierten Aussagen. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin beziehungsunfähig. Und solche Sachen, das sind alles so hinrationalisiert. Hat man irgendwo in der Man's Health gelesen, jetzt mal, oder in der Brigitte und Jolie, bezieht sich das auf dich, fühlt für den anderen nicht mehr, rationalisiert sich das dann als Grund hin und haut das dann raus. Das ist eine hinrationalisierte Aussage. Das heißt aber noch lange nicht, ich habe eine andere. Das ist was ganz anderes. Ich kenne das selber. Ich habe auch mich getrennt von Frauen und bin sogar bewusst wochenlang, monatelang auch alleine geblieben, weil ich niemanden sehen wollte. Also das ist viel zu verallgemeinert. Und auch, wie kommt denn der drauf, das so zu übersetzen auch? Ich verstehe das überhaupt nicht. Oder ich bin total bindungsgestört. Wirklich? Warum willst du ihn dann weiter daten? Ne? Ob eine Freundschaft möglich wäre, wisse er nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass er mich eigentlich liebt. Ja, woher nimmst du das? Woher? Das ist Quatsch. Das ist echt kompletter Quatsch. Wirklich. Nehmt mal nicht eure Gefühle, sondern die Fakten. Ne? Man muss wirklich auch ein bisschen Kopf einschalten. Ne? Also, dass er mich eigentlich liebt, ich ihn aber abgeschreckt habe, weil ich tatsächlich so fokussiert auf ihn war. Anstatt Stopp! Woher nimmt er sich das raus? Woher? Nehmt mal eure Gefühle, sondern auch die Fakten. Müsst ihr mal halt den Kopf einschalten. Aha. Sie spürt doch hier während dieses Trennungsakt bei diesem gemeinsamen Heulkonzert da, dass ihm das auch wehtut, dass ihm das auch schwer. Das merkt die, du merkst es. Komm, du hast doch gerade deine Trennung gehabt, du merkst es doch. Ob du dem anderen komplett egal bist, bist total schockiert und entsetzt, wie der auf einmal mit einer neuen abhaut und der Tschüdelü, oder wo der andere betroffen da sitzt, selber weint, es bedauert, dass er dir das jetzt. Das merkst du doch. Mit welchem Recht, wie nimmt er sich das raus, so etwas zu urteilen? Das ist schon echt der absurde Hammer. Und du spürst schon, dass dann noch. Besonders bei, wenn da hier unter Tränen so eine Trennung auf beiden Seiten da hier da abläuft, dass da bei dem anderen immer noch eine emotionale Bindung vorhanden ist, an der man wohl gesagt, wenn man es professionell angeht, wenn man als Profi an die Sache angeht, damit auch noch arbeiten kann. Und diese Argumentation da, die wo er da raushaut, der Typ ist bindungsgestört. Ja, wirklich? Warum willst du dich dann weiter daten? Hat er gerade gesagt, spul nochmal zurück und hörst dir an. Das hat aber ihr Typ von der Dame da, der Ex, das hat er nicht einmal gesagt. Nicht einmal. Er hier, unser Hemschi hier, der hat ihm das gerade in den Mund gelegt. Dieser Mann hat bei der Trennung, als er geweint hat und sie im Arm hatte, das Wort Dating nicht ein einziges Mal erwähnt. Zumindest habe ich das, obwohl ich das schon 3-4 Mal gesehen habe, nicht ein einziges Mal rausgehört. Nicht einmal. Also Kopf einschalten hier. Das sehe ich gerade ganz viel anders, der das vielleicht einmal machen sollte. Meines Erachtens nach, so wie ich das sehe, soll ich ja immer recht mit dazu. So wie ich ihn hier und seine Sache hier als subjektives Individuum wahrnehme, entgegengestellt meiner beruflichen Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung und den Gesetzen von Mutter Natur und dem Regelwerk der Verfügungskunst und den Sozialwissenschaften. Meines Erachtens nach. Das kann ja sehr gut sein, wird auch, da darfst du jetzt gucken. Ne? Jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht nach einer Zeit auch wieder zueinander finden, eventuell über den Umweg Freundschaft. Nope, aber gleich dazu mehr. Er ist ein besonderer Mensch und ich möchte uns nicht aufgeben. Das interessiert hier gerade nicht, was du möchtest. Ne? Er will es einfach nicht. Ne? Kannst du etwas empfehlen? Ja, also, jetzt kommen die Tipps. Tipp 1. Stopp! Es interessiert gerade nicht, was du möchtest. Warum? Warum interessiert das keinen? Warum interessiert es nicht? Ist das nicht okay? Hat sie hier kein Recht, hier ihre Gefühle mitzuteilen, hier ihre Wünsche zu äußern? Darf sie das nicht? Also ich zähle ja schon als harter Hund in dem Gewerbe hier. Aber das, ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt mal kommentarlos so stehen. Rausfinden, ob man das wirklich will. Weil in aller Regel mit Ex zurück, also zu 90% oder über 90% passiert exakt das gleiche nochmal. Also wenn du nicht an deinen Liebeschip, an deinen Anziehungscodes gearbeitet hast, wenn die Themen nicht aufgearbeitet sind, wenn man nicht vielleicht bei längerer Beziehung eine Paartherapie gemacht hat oder sonst irgendwas dergleichen, da wird alles wieder genauso laufen. Warum sollte es nicht so sein, ne? Und selten liegt die Lösung in der Vergangenheit. Also es sei denn, gibt so einen
wenn man selber wirklich was verbockt hat und was hier aber nicht so unbedingt sehe, aber wenn man wirklich fremdgegangen ist oder so, man hat wirklich verbockt, dann kann man natürlich sagen, ja, ich möchte es, tut mir leid, ich entschuldige mich, ich arbeite an mir, ich möchte gerne weitermachen. Aber so, wenn es einfach so auseinanderfliegt, also Tipp 1 ist wirklich nicht das gut. Überlegen. Tipp 2 oder Schritt 2 ist, dass du... Stopp! Jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, jeder 16-Jährige da draußen, weiß ganz genau, dass einfach so nicht irgendetwas auseinanderfliegt. Was ist das bitte für eine Aussage für jemanden, der sich Paartherapeut an die Haustiere schmiert und was von jahrelanger Erfahrung redet? Was ist das für eine Aussage? Meines Erachtens nach, so wie ich das hier sehe, als subjektives Individuum hier wahrnehme, einfach so ist noch nie irgendwas auseinandergeflogen. Und die Lösungen für viele, viele Probleme in unserem Leben, das weiß ich auch aus über 10 Jahren Erfahrung hier bei Ex zurück und der Liebeskummer überwinden im Coaching, die liegen sehr wohl im Bewusstwerden des eigenen Fehlverhaltens. Da gibt es auch ein Video davon in der Trennungsschmerzenreihe. Link oben, Infobox unten in der Beschreibung oder zum Ende des Videos. Hängt es euch gerne mit dran. Wie auch das Erkennen des Fehlverhaltens des anderen. Und beides liegt sehr wohl in der Vergangenheit. Der Tipp da Nummer 1, sich das erstmal gut zu überlegen, das ist schon richtig. Ja, nur ist die Motivation dahinter und der hier angeratene Lösungsweg hier dazu, der ist ganz milde ausgedrückt, ganz einfach nur Kacke. Okay? Ihm einmal sagst, du willst ihn dann weiter daten und danach nie wieder. Nie wieder schreiben, nie wieder kein Kontakt, weil... Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber es bringt nichts. Es bringt nie fucking nie irgendwas mit jemandem hinterherzulaufen. Und man ist am coolsten und auch am attraktivsten, wenn man jemanden nicht braucht. So, ne? Und das kannst du natürlich jemand wollen, ohne ihn zu brauchen. Ne? Das heißt, du sagst, ja, ich würde dich gerne weiter daten, melde dich, wenn du das auch möchtest. Und das war's. Und dann nie wieder irgendwas sagen, weil sozusagen, also Schweigen ist eigentlich das, was einen am attraktivsten macht. Ist einfach so, ne? Weil es auch das Selbstliebendste ist. Okay. Das Selbstliebendste ist immer das Attraktivste. Stoisches Verhalten, der gendert das ja hier überhaupt nicht. Stoisches Verhalten ist maskul. Fem, also ist maskuline. Das ist stoische Verhalten, ist attraktiv, wenn ein Mann emotional stabil ist. Das zählt aber nicht für eine Frau. Das heißt, sie wird angeraten, eine Frau sich männlich zu verhalten. Und das ist, es sei denn, es geht hier um eine Lesbe mit einem maskulinen Einschlag hier, dann ist es mit Sicherheit was anderes. Aber nee, um eine Lesbe mit femininen Einschlag hier, dann ist es mit Sicherheit etwas anderes oder der typisch wohl eins von beiden. Aber das da hier, das kann er hinten und vorne nicht hinhauen. Und dieser Tipp da im Allgemeinen, der ist so sinnlos wie auch, sage ich einmal, nichtssagend. Ich meine, hat das überhaupt ja irgendwer richtig verstanden, was er da gerade abgelassen hat? Ich meine, was soll das noch auch bringen hier, den nochmal zu daten? Was soll das bringen? Und dann nichts dazu sagen. Was soll das bringen? Was soll das mittel- und langfristig bringen? Also die Antwort bleibt da schuldig. Aber schauen wir mal weiter. Schritt 3, man guckt nicht mehr zurück, du weißt jetzt nicht, was er macht. Du gehst davon aus, was auch immer du jetzt in der Tiefe davon ausgehst, aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, das war's, du guckst dich nicht um und du machst weiter, datest weiter, was immer du vorhast. Und wenn er sich dann auch wieder melden sollte, guckst du halt, ne? Also dass du jetzt nicht, so schritt, nicht mehr dran denken, was weiß ich, Liebeskummerkurs machen oder was auch immer du da machst, entlieben und sich nicht weiter melden. Ne? Stopp! Oh, leck mich am Arsch, ey. Geil, oder? Liebeskummerkurs machen. Ja, bei ihm, oder? Also die Tipps, die hauen einen hier schon richtig vom Hocker hier. Diese 5 Schritte, wie man hier seinen Ex zurückbekommt. Das für die allgemeine Laune. Du musst dich jetzt einfach so entlieben. Haut der Knallhart raus. Date dich weiter. Mit anderen Worten, such dir was Neues. Wie übel sich das auf deine Persönlichkeitsentwicklung aussieht, das kannst du in diesem Video hier ansehen. Hier Link oben, Infobox und in der Beschreibung. Und zum Ende hängen wir es euch hier gerne mit an. Ich meine, sag das doch gleich, Mensch. Kontaktsperre und schau nach vorn. Mehr ist es nicht. Das ist der ganze vierte Tipp hier sozusagen, wenn ich da, oder dritte Tipp hier sozusagen, wenn ich hier richtig mitgezählt hier und das hier richtig verstanden habe, hier das Ganze. Diese Ratschläge dieser Art, ja, die findest du kostenlos in jedem Trennungsform. Das ist voll davon. Da brauche ich keinen Liebeskummerkurs da bei dem machen. Wenn dann diese Tipps dieselben sind, in derselben Qualität, sage ich ja mal, sind qualitativ so wertig sind, wie er sie da gerade hier so raushaut. So. Schritt 4. Du akzeptierst nichts anderes als fucking Dating, ne? Also keine Freundschaft plus, oder meinetwegen kann man da wieder rein irgendwo einen Anfang finden, da komme ich da noch zu, aber keine Freundschaft, auf jeden Fall kein katholischer Scheiß, kein Dreieck, sozusagen nur eine 1A hat er gerade gesagt. Dating-Situation, das ist das Einzige, was du akzeptierst. So, ne?
So, wenn es dann sein sollte, also er meldet sich und dann sagst du, prima, lass uns ein nächstes Date machen. Und wenn er dann sagt, ja, ich will dich nur freundschaftlich treffen, sagst du, nö, möchte ich nicht, melde dich wieder, wenn ich daten willst. Du müsst diese Klarheit. Stopp! Also, Dating. Das läuft doch am Ende immer, immer Dating. Ich meine, das ist ja kein Schachverein hier oder Modellbauverein. Wir reden hier von Dating. Das läuft doch am Ende immer auf Sex oder Beziehung aus, oder etwa nicht? Oder nicht? Es ist nicht beim Dating am Ende hat man, entweder bleibt man Single oder man ist in einer Beziehung, hat Sex und so weiter. Das läuft doch immer darauf hinaus. Und das da hier, das ist jetzt gerade die ideale Einladung, dieses Mädel da auch noch in eine Mätressenposition hier hinein zu verfrachten. Das ist die ideale Einladung dafür. Pardon, Sagat Nalay, die soll sie hier von dem Typen wieder einwickeln lassen und die Beine hier breit machen, hier ein paar Tage, ein paar Wochen, bis er halt dann wieder Schluss macht. Rat dir das doch gleich an. Das ist im Prinzip nichts anderes als dieser Ratschlag hier. Außerdem widerspricht das sich hier wieder genau da wieder mal komplett selbst, wenn er erst was hier am Anfang in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung da so redet und hier mein Coaching, mein Liebescode hier und kauft mein Buch und so weiter und so fort, da besucht meinen Trennungskurs und was weiß ich und sich da hier sozusagen coachen lassen mit der ganzen Werbung, die uns am Anfang da reingehauen hat. Und dann soll man da völlig unbearbeitet und völlig hier unvorbereitet hier den Typen da daten. Meine Fresse. Irgendwo, ne? Definitiv. Schritt 5, ihr müsst vielleicht den kompletten Dating-Prozess durch. Das heißt, er muss sich wieder daten, ganz normal. Und diesmal muss alles von ihm ausgehen. Alles. Weil er ist derjenige, der dich in die Wüste geschickt hast. Das heißt, er muss den Kontakt aufnehmen, er muss die Dates machen, er muss dich mal wieder anrufen und du machst gar nichts. Nichts. Also kannst du deine Therapie machen und daran arbeiten und deine Eifersucht. Ansonsten machst du nichts. So, das sind die 5 Schritte, die definitiv am besten funktionieren, wenn man einen Ex zurück haben will, wo man die besten Chancen hat. Aber der wichtigste ist eigentlich Schritt 1. Will ich das wirklich? Will ich immer überlegen. Ja, in diesem Sinne. Wir werden uns bald Ja, wiedersehen. in diesem Sinne, ja. Den Spruch hat auch von mir geklaut. Meines Erachtens, so wie ich das hier für einen Eindruck mache, weil die ersten Videos von dem, die sind mir erst aufgefallen, lange nachdem es nicht gegeben hat. Wie soll das hier gehen? Jetzt hier sein Anraten. Ich meine, es muss jetzt alles von ihm ausgehen. Wie soll das hier gehen? Jetzt auf einmal. Jetzt warte mal, sie hat doch hier gesagt, sie hätte in sein Handy geschaut, sie hätte ihn kontrolliert und so weiter und so fort. Und jetzt soll plötzlich er wieder auf sie zugehen und sich melden oder was? Ich meine, da widerspricht er sich ja doch schon wieder komplett. Es wird hier kein einziger Tipp hier angeraten, um hier wieder, und jetzt kommt's, das ist der Tipp, den ich euch gebe, jetzt hier gerade die Mädels, der Tipp schon mit der Mätressenposition unbedingt ansehen, unbedingt vermeiden, auch die Videos in der Infobox sind, die sind speziell auch für euch, jetzt am Ende des Videos hier. Hier wird nichts gesagt hier über Attraktivität und hier Anziehung hier beim Ex-Partner hier wieder zu überzeugen, nichts. Er hat das ganze Video über die Worte Attraktivität aufbauen oder Anziehung hier wieder beim Ex-Partner noch nicht einmal erwähnt. Hat er überhaupt nicht gemacht. Und da haben wir auch in unserer Unterwegsreihe auch ein Video da, Link Infobox unten in der Beschreibung, oder zum Ende hängen wir solche gerne ran. Hier jetzt für dich als Mädel, jetzt sagen wir hier attraktiver werden hier als Mann, was auch hier das Pendant zu dem ist, attraktiver werden als Frau, Entschuldigung, das Pendant zu attraktiver werden als Mann, was ich zusammen mit Klaus gedreht habe. Guckt einfach mal in der Playlist in unserem Channel vorbei. Also ganz ehrlich, summa summarum hier, so wie ich das sehe, so wie ich das hier verstanden habe, 5 Schritte, um deinen Ex zurückzubekommen, dieser Fahrplan hier, der sieht mir eher aus, als ob das ein einziges Produkt aus einer Behindertenwerkstatt ist. Meines Erachtens, so wie ich das sehe, in diesem Sinne.